Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog am Donnerstagnachmittag. Ja, was liegt heute an? Heute liegen erstmal ein paar Erledigungen an. Ich muss gleich in die Stadt ein bisschen was einkaufen und zur Post muss ich ja auch noch. Habe ich ja vorige Tage nicht geschafft, da werde ich auch gleich noch hingehen. Und dann werde ich mal schauen, was sich hier sonst noch so ergibt. Es gibt ja immer was zu tun, also von daher bis gleich. So ihr Lieben, ich habe mir mal eben was geholt in meinem Lieblingselektronikmarkt hier in Xanten. Solltet ihr übrigens auch mal hingehen, es gibt mal einen großen Elektronikmarkt in Xanten. Die freuen sich bestimmt über euren Besuch. Schaut einfach mal vorbei. Ja, was habe ich geholt? Ein Festplattengehäuse für diese Festplatte, die immer bei mir rumlag. Die möchte ich heute mal wieder in Betrieb setzen. Und wenn ihr euch fragt, was hier manchmal so wackelt, das ist der Schreibtisch, der ist ein bisschen wackelig, der neue. Ja, das würde ich jetzt mal eben einbauen und ja, dann sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. Musste einmal formatiert werden und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wofür mache ich das heute? Ja, erstens, um die Festplatte wieder zu verwenden, solange sie noch funktioniert, sollte man das tun. Zweitens, ich habe ja hier diesen kleinen schnuckligen Raspberry Pi und ich hatte vor Jahren mal ein Projekt, das nannte sich Klöslux OS. Das ist ein Linux-Derivat von einem Linux-Derivat, also es basiert auf Ubuntu immer wieder, auf diese LTS-Version, die es gibt. Und da habe ich mir gedacht, okay, Version 1.0 ist schon ein bisschen lange her. Natürlich ist es Zeit, 2.0 rauszubringen. Warum habe ich da jetzt nicht kontinuierlich dran gearbeitet? Das liegt einfach daran, ich habe hier so viel zu tun mit IT-Support. Und ich wollte jetzt natürlich wieder ergänzend dazu auch ein eigenes Linux-Derivat anbieten, was so ein bisschen einfacher zu handeln ist, aufs Nötigste reduziert und daran werde ich jetzt in der nächsten Zeit auch wieder arbeiten. Und erste Vorbereitung ist natürlich dafür der Server. Das heißt, in Kürze wird auch 1.0 wieder zur Verfügung stehen. Im Moment wird daran gearbeitet. Und da so ein Raspberry Pi immer von einer SD-Karte startet und die meisten SD-Karten natürlich nicht so viel Speicher haben, werde ich das so einrichten, dass er von der SD-Karte startet, aber dann quasi auf die Festplatte umschaltet. Also sprich, Festplatte als primärer, also die Festplatte als primären Speicher nutzt. Ja. Klingt jetzt langweilig, aber ihr werdet schon sehen, in ein, zwei Monaten wird das richtig spannend. So, es ist 3 Uhr, ich mache jetzt Mittagessen und danach sehen wir uns mal wieder. So ihr Lieben, ich habe mir mal nach dem Essen einen kleinen Verdauungsspaziergang gegönnt. Und laufe mal so meine kleine Runde. Übrigens, bei uns ist die Straße endlich fertig geworden. Das heißt, es wird demnächst ein bisschen leiser werden. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder andere Videos drehen. Naja, ich laufe jetzt eben schnell nach Hause und dann sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder in den heiligen Hallen von Johannes Klöss IT Support. Ja, und euch ist ja aufgefallen, ich habe ein bisschen mehr gevloggt wie sonst. In einer Woche bzw. in 2 Wochen. Das hat den Grund, Ostern steht vor der Tür. Also nächste Woche werde ich einmal nicht vloggen. Also es sieht momentan danach aus.
Ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber gehe davon aus, dass nächste Woche ausnahmsweise mal kein Video kommt. Meine Arbeit fängt ja wieder an und ich denke mal, da gibt es einen Haufenweise was zu tun. Und deswegen werde ich ein bisschen mehr Zeit dafür brauchen. Und natürlich, hier muss ich natürlich auch was machen. Also von daher könnte schwierig werden, nächste Woche Dienstag. Also seid mir nicht böse, wenn nächste Woche Dienstag kein Vlog kommt. Donnerstag kann ich sowieso nicht. Da geht das Feiertaggeschäft im Einzelhandel los. Und das geht dann gar nicht. Also seid mir nicht böse, wenn es nächste Woche keinen Vlog gibt. Wie gesagt, ich versuch's, aber versprechen kann ich euch das leider nicht. Nicht sauer sein, danach gibt es wieder regulär Dienstag und Donnerstag einen Vlog. Ja, also nicht in Panik geraten. Ich mache trotzdem immer weiter. Man soll ja immer weitermachen. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Damit wollte ich heute eigentlich mit euch sprechen. Wenn man euch sagt, du kannst das nicht und du schaffst das nie, dann sollte das für dich ein Ansporn sein, und zwar immer weiterzumachen mit dem, was du für richtig hältst. Das möchte ich euch heute noch mit auf den Weg geben. Beende den Vlog an dieser Stelle und sag wie immer, mach was, dann bekommt ihr auch was. Also, bis vielleicht nächste Woche Dienstag. Bis dann. Ciao.